Ich denke, wir können jetzt in die Vollen gehen. Also die Diskussion ins Publikum eröffnen. Es gelten die gleichen Regeln, also 3-Minuten-Regel. Und noch was Zusätzliches, was ich auf dem Podium mich nicht getraut habe. Ich würde gerne die Redeliste quotieren, weich quotieren, Frau, Mann, nach dem Reißverschlussprinzip, wenn ich das schaffe. Und bitte nicht die gleichen Personen immer hintereinander. Also ich werde versuchen, bis die Redeliste erschöpft ist, die Leute nur einmal drankommen zu lassen. Einverstanden? Ja, und dann bitte ich mal um. Dann war da hinten. Also ich habe auch Bündel, das ist jetzt ganz anders. Also ich komme da noch mal nicht so genau nach, ich bin benutzen. Also ich habe jetzt die Reihenfolge. Erstmal Sie, dann da hinten und dann Sie, ne, glaube ich. Und dann eine Dame da hinten und da hinten noch eine Dame. Okay, bitte. Achso, Entschuldigung. Also wir haben zwei Saalmikrofone, die Sie sich geben lassen können. Das ist die Aufnahme. Ich dachte, das sehen wir da. Es wurde mehrfach gesagt oder darum gestritten, ob die Handelsabkommen für mehr Wachstum sorgen können, ob sie es können oder nicht. Es scheint aber Common Sense zu sein, dass Wachstum erstrebenswert ist. Ich möchte mal fragen, warum noch mehr Wachstum? Ja. Ich glaube es nämlich nicht. Jemand sagte, der wichtigste Bereich des Handels wären die Lebensmittel. Ich möchte keinen Mais aus Amerika essen, auch wenn er biologisch und genfrei ist, ökologisch angebaut. Wir verbrauchen so viel Energie, Gas und Öl, um den halben Globus zu transportieren. Wir müssen Ressourcen sparen, dachte ich, da wären wir uns einig. Ich möchte, dass wir hier in Hessen Gemüse und Obst aus Hessen essen. So. Der Generalkonsul aus München geäußert hat, dass das geostrategische Überlegungen an die sind, die Amerikaner da anstellen. Ich glaube auch, dass die wirtschaftlichen Interessen natürlich von dem großen Block Amerika und Europa, wenn man die zusammenfasst, dann entsteht man in der Welt etwas besser da. Aber es ist eine ausgesprochen gefährliche Situation, denke ich, wenn da so ein großer Block entsteht, der sozusagen gegen China vielleicht aufgestellt wird oder gegen andere aufkommende Wirtschaftsnationen und dass da nicht weniger die Gefahr eines Krieges besteht, sondern eigentlich mehr die Gefahr eines Krieges. Und wir haben im Zusammenhang mit dem Irakkrieg, dem zwei Irakkriegen, ja gesehen, welche Interessen sozusagen die US-amerikanische Regierung hat. Und ich denke, dass sie das nicht aufgegeben hat, sozusagen die Weltherrschaft zu behalten. Und ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, da sollte man vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, dass diese geostrategischen Überlegungen, die dahinter stecken, eigentlich eine ausgesprochen gefährliche Situation für diese Welt darstellen. Und ich sage nur das Stichwort Ukraine, die da rumgezerrt wird, sozusagen von außen an dem Land, wo sozusagen die Gebietseroberung im Hintergrund steht. Das ist ein Ausdruck davon, dass es hier nicht friedlich abgehen soll, sondern dass man sich sozusagen rüstet in solchen Abkommen, um in dieser Welt sozusagen weiter sozusagen das Sagen zu haben. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage an den Herrn Lenders und gleichzeitig an den Herrn Schäfer. Und die zweite Frage, die habe ich dann an alle Parteikandidaten. Die erste Aussage ist, ich habe gehört, 549 Euro im Jahr. Jetzt heißt das aber nicht pro Person, sondern pro Haushalt. So habe ich das im Radio gehört.
das kann man dann ja auch nochmal umlegen. Jetzt sage ich, 549 Euro habe ich statt, soll ich Gewinn haben. Das geht bei mir schon drauf, ist nicht laut genug, das geht bei mir schon drauf für die Mehrkosten der Energie. Egal, ob das jetzt der haushalterische ist oder auch für meine Mobilität. Das heißt, wenn ich das dann aber dafür schon ja wieder ausgeben muss, womit wird denn dann überhaupt ein Mehrgewinn stattfinden, wenn ich doch dann gar nicht mehr Geld habe, irgendetwas mehr zu kaufen? Wo kommt denn dann der Gewinn wieder her, der mir scheinbar 549 Euro bringen soll? Das habe ich mir jetzt mal so überlegt. Da würde ich gerne mal Ihre Rechnung hören. Dann die zweite Frage geht mir nochmal um das CETA. Bei CETA habe ich gelernt, dass das CETA ein kanadisches Abkommen ist, oder eben mit Kanada, schon sehr weit fortgeschritten, quasi nur noch ratifiziert werden muss. Heißt, das bedeutet doch, wenn ich da richtig bin, das Parlament in der Bundesregierung muss dem dann noch zustimmen. Und da frage ich Sie jetzt, wie wird Ihre Partei dazu stehen, wenn diese Abstimmung kommt? Ich erwarte eine Ablehnung. Frage, wie wird Ihrer Meinung nach die Abstimmung sein? Denn wenn das CETA kommt, wenn das unterschrieben ist, können wir TTIP sowieso einpacken. So habe ich das gelernt. Und mir geht es im Speziellen auch dann noch weiterhin ums Fracking. Und wenn wir es schaffen, wenn wir es nicht schaffen, dass das CETA verhindert wird, dann wird das Fracking durch die Hintertür kommen. Denn selbst wenn wir das durch TTIP dann ausschalten könnten, würde die Möglichkeit bestehen, über das kanadische Abkommen uns das doch zu bescheren. Das ist die Frage. Ich möchte eigentlich mal eine Frage an das Publikum stellen. Ein bisschen lauter. Noch lauter? Ja, sicher. Ich möchte eine Frage an das Publikum stellen. Wir sind ja hier, weil wir uns schon ein bisschen damit beschäftigt haben. Und weil uns diese geschwärzten Passagen in den Verträgen, die also verabschiedet werden sollen, also erschrecken, dass das Parlament gar nicht gefragt wird. Aber wir müssen uns doch fragen, der Marsch ist ja länger. Das heißt, am 24. Mai wird in vielen Städten Europas March Against Monsanto, also diese Demonstration der Blockupy-Bewegung stattfinden, und ich werde dann ein Hessenticket nach Frankfurt nehmen um 14 Uhr. Die Frage ist aber doch, wie wir die Öffentlichkeit und die Medien erreichen. Und da finde ich es jetzt ein bisschen zu, machen wir es uns zu einfach, wenn wir dieses geostrategische Argument einfach praktisch ignorieren. Denn das ist das, was Angst macht. Die gelbe Gefahr, die schon vor 30 Jahren uns, über die wir uns lustig gemacht haben, aber die Arbeitsplätze wandern ja dorthin. Und die Frage ist ja tatsächlich nicht Amerika oder Europa oder China, sondern uns ist ja klar, dass es um den Konflikt zwischen Arm und Reich geht. Aber der Konflikt wird natürlich in der Welt zunehmend oder wahrscheinlich schon länger, aber jetzt wieder sehr auffallend mit der Ukraine, asymmetrisch geführt. Das heißt Wirtschaftsstärke gegen militärische Stärke. Und das droht uns ja, weil wir haben ja ziemlich lange das uns betrachtet, wie die Entwicklung so gegangen ist in Europa. Und jetzt zieht also da wieder so ein Konflikt herauf, den wir ernst nehmen müssen. Denn die Angst ist vorhanden in der Bevölkerung und in uns, dass die Chinesen uns überrollen. Das können wir, damit wird, diese Angst wird geschürt und die wird in den Medien verbreitet, und die Merkel zum Beispiel sagt jetzt abgemildert, wie sagte sie? Nein, die Frage?
Die Frage an das Publikum ist, wie gehen wir mit den Medien um, mit den Politikern? Denn der politische Kampf bezüglich des CETA, den haben wir ja offenbar schon verloren, denn das ist schon unterschrieben. Jetzt geht es also um den politischen Kampf gegen das TTIP. Denn, und zwar den politischen, ich meine jetzt über die verfasste Politik und nicht, auf die, nicht über die Straße. Denn gegen das CETA können wir nur noch auf die Straße gehen, wenn ich das vielleicht verstehe. Und die Merkel sagte, dieses geostrategische Argument abgeschwächt, nämlich russisches Gas oder amerikanisches Gas. Und das wird in den Medien uns jetzt verkauft. Danke. Was wollt ihr jetzt sagen? Theoretisch war die erste Rednerin, hat im Prinzip das gesagt, was ich sagen wollte. Und zwar, USA und Deutschland, wer braucht denn hier mehr Waren? Wer braucht denn mehr Waren? Wer braucht Lebensmittel? Wer hat denn nicht genug? Wir haben doch alle genug, das ist doch Schwachsinn. Menschenverstand so als Laie vorstellen kann, sind Logistik. Und das ist einfach nur Energieverschwendung, irgendwelche Waren hier hin und her zu schippern, die niemand mehr braucht, weil wir sie hier schon haben. Ja. Dann denke ich, ist es vielleicht, bevor das jetzt, also Statements sind gut, ist auch gewünscht, aber ich denke, wir sollten die unsere Gäste auch wieder mal ein bisschen fordern. Sie haben jetzt genügend Zeit gehabt, sich Antworten zu überlegen. Und wir lassen erstmal die Gäste und dann machen wir die Fragerunde weiter. Ich möchte ja gerne auch noch fragen. Ich bin ja auch neugierig. Also, Sie haben tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das haben wir in der Debatte nicht angesprochen. Nichtsdestotrotz täuscht Gott sei Dank der Eindruck und wahrscheinlich habe nicht nur ich die Meinung, sondern hoffentlich auch andere auf dem Panel, dass es in der Tat eine völlig falsche Debatte ist, für mehr Wachstum zu argumentieren, weil jeder Mensch, der mal ganz normale Mathematik gemacht hat, Grundschule, weiß, dass das nicht geht. Dass es relativ bald aufhört und dass es für alle sehr, sehr unangenehm wird. Was ich aber schon mal angedeutet habe, dass ich glaube, dass die Lösung für, ich orientiere mich eigentlich eher an dem Konzept des Bruttosozialglücks. Also, dass man gar nicht guckt, wer hat mehr, weil mehr haben macht ja gar nicht glücklich, sondern das, was wir doch eigentlich alle wollen, egal wo wir leben und egal in welchem Land, ist einfach ein glückliches Leben zu führen. Und es gibt Glücksforschung und die Glücksforschung hat eine ganz wesentliche Erkenntnis. Dass in einer Gesellschaft, egal ob ich eine kleine oder eine große angucke, das Bruttosozialglück dann am höchsten ist, wenn die Unterschiede in dieser Gesellschaft klein sind. Deswegen ist die richtige Frage, nicht mehr von irgendetwas zu haben und zu überlegen, wer kriegt das, sondern das, was wir haben, das ist nämlich sehr viel, anders zu verteilen. Und zwar weltweit. Gerne auch in Deutschland. Viele wissen gar nicht, dass die Hälfte der deutschen Bevölkerung oder der Bevölkerung in Deutschland, sagen wir mal so, die Hälfte hat ein gemeinsames Vermögen von exakt 0 Euro. Das sind offizielle Statistiken. Denn in den letzten paar Jahren seit der Krise ist die Umverteilung zugunsten der reichsten 10% in Deutschland und weltweit nochmal extrem auseinandergegangen. Die haben also noch weniger gehabt. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen, anders zu verteilen, denn es ist richtig, dass eine Mehrungleichverteilung, zu der ein solches Abkommen potenziellerweise führt, mehr Konfliktstoff produziert, denn weniger Bruttosozialglück, mehr Unglück heißt mehr Konflikt, mehr Kriegsgefahr, mehr Bürgerkriegsgefahr, mehr Hunger und mehr Not und mehr Menschen, die irgendwo sterben oder mit mir noch um durch die Erde geschippertes irgendwas haben. Das mit dem Essen um die Welt transportieren ist auch so ein Ding. Wir sehen das, brauchen wir gar nicht Klohühnchen nehmen, wir können subventionierten Europahühnchen nehmen, die in Afrika auf den Markt geworfen werden und dort die kleinen Bauern gucken.
keine Chlorhühnchen, ich will auch keine Käfighühnchen und ich muss keine Käfigeier. Deswegen kaufe ich zum Beispiel Fleisch eigentlich nur beim Jäger um die Ecke. Ich komme aus Brandenburg, da gibt es ganz viel Wild in den Wäldern. Jetzt kürze ich mal ein wenig ab, weil meine Zeit ist um. Für Fracking gibt es auch keinerlei Gerechtfertigung. Es ist viel zu gefährlich. Landesregierungen, zum Beispiel Schleswig-Holstein, ganz klar dagegen positioniert. Auch hier in Hessen machen sie das. Und wir sind nicht im Bundestag, aber wenn wir da wären, ein CETA, würden wir niemals zustimmen. In Saarland-Brandenburg mit Fracking jetzt begonnen. Da regiert ihr doch mit. Die haben übrigens eine rot-rote Regierung, das einmal. Das ist ein Skandal. Ich würde Frau Brogni das richtig stellen. Also ich weiß nicht, ob Sie mich ja gleich angesprochen haben. Deswegen würde ich auch gleich versuchen zu antworten. Sie sparen ja an, wie kommen Sie eigentlich auf 549 Euro? Ich komme da gar nicht drauf. Ich weiß auch nicht. Churchill hat mal gesagt, genau, Churchill hat mal gesagt, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Da ist was dran, keine Frage. Am Ende sind das immer ungefähre Rechengrößen. Ich will Ihnen aber sagen, wie wir zum Beispiel auf die Zahlen für Hessen gekommen sind. Und wir haben gesagt, das sind der Wert aller in Hessen zusätzlich hergestellten Güter. Könnte mit so einem Handelsabkommen um 600 Millionen jährlich steigen. Jetzt fragen Sie ja, wo haben Sie denn die Zahlen? Ja? Man bricht es dann runter auf die Branchen, die in Hessen eben exportaffin sind wie in die USA. Und dann schaut man, dann findet man eben den Maschinenbau, da findet man die Büromaschinen und natürlich auch die chemischen Erzeugnisse. Und da geht man dann in die Unternehmen schon konkret rein und sagt, wie stark bist du auf dem amerikanischen Markt eigentlich überhaupt verankert? Und was wäre, wenn du diese Handelsabkommen, wenn es da wäre, welche Arbeitsplätze könntest du schaffen? Also man geht schon sehr konkret da rein. Am Ende aller Tage fließt das in so eine Statistik zusammen. Und es kommt zu einer Zahl, die man nur eigentlich so pauschal ganz schwer erklären kann. Da muss man wirklich ins Konkrete reingehen. Die Frage, ob denn das nicht... diese Einsparung, Sie haben ja quasi unterstellt, ich würde stimmen, sagen auch gleich, naja, habe ich ja gar nichts davon, da gehen wir auf der anderen Seite, gehen wir die Kosten trotzdem laufen, da haben Sie schon recht, also man muss schon dann an mehreren Baustellen gleichzeitig arbeiten, um die Belastungen für die Menschen dann auch irgendwo in den Griff zu bekommen, da gehört natürlich auch dazu, wie organisieren wir diese Energiewende. Was macht die FDP? Das war Ihre zweite Frage. Wir sind nun mal nicht mehr in der Bundesregierung, deswegen kann ich da jetzt nicht sagen. Und ich kann Ihnen sagen, also für die FDP ist klar, dass wir mit dem Freihandelsabkommen auch durchsetzen wollen, dass auch ein Datenschutzabkommen gleichzeitig verhandelt wird und dass die Bürgerrechte genauso gewahrt werden wie diese Freihandelsinteressen. Und das ist eine Chance, die in diesem Freihandelsabkommen liegt, dass man sagt, liebe Leute in den USA, jetzt haltet euch auch an die Datenschutzrichtlinien, die wir hier in Europa, die wir hier in Deutschland haben. Das ist ja wie in der Kirche, ne? Das ist Glaubenssache. Ja, ich komme ja aus Nordhessen. Wir haben leider nicht die Gelegenheit, in die Wälder zu gehen und unser Abendbrot zu schießen. Ich bin Biobauer aus Nordhessen. Ich habe meinen Betrieb in den 80er Jahren biologische Landwirtschaft. Und ich weiß, dass die Landwirte in dem Punkt nicht so ganz einfach haben, weil wir in Deutschland ja schon das niedrigste Niveau haben, was man global haben kann. Wir geben noch 10% unseres Einkommens aus für Essen. Und ich habe jetzt bei der Diskussion auch mit einem Ihrer Kollegen, der hat gesagt, ja, freuen Sie sich doch, da wird es noch billiger. Also noch billiger geht es eigentlich gar nicht mehr. Das geht dann nur zu Ungunsten der natürlichen Grundlagen. Das ist eine ganz klare Geschichte, das muss man einfach sehen. Um ein Beispiel zu sagen, die großen Hühnerkonzerne haben ja jetzt wieder Gentechnik, Soja erlaubt,
bei der Hähnchenfütterung. Deshalb wird das Hähnchen um 7 Cent billiger, also Chicken McWing wird 1 Cent billiger. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, deshalb jetzt Gentechnik einzusetzen in der Fütterung. Also Fragen muss man natürlich dann am Ende auch stellen. Macht das noch Sinn? Also wir importieren insgesamt 24 Millionen Hektar Soja in die Europäische Union, immerhin 10% unserer Anbaufläche, messen dann hier Schweine oder produzieren Milch und schicken das dann wieder zurück. Das macht natürlich keinen Sinn, ja? Weil ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner darauf warten, deutsche Milch zu bekommen. Der Industrieverband Agrar sagt das, die warten nur darauf, die Amerikaner, dass sie endlich deutsche Milch kriegen. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, aber ich wollte nur auf einen Punkt eingehen, weil ich glaube, man darf hier jetzt alles nicht machen. Machen Sie kein Amerika-Bashing. Wir haben eine sehr gute Veranstaltung gemacht in Berlin. Da war die amerikanische Zivilgesellschaft sehr prominent vertreten. Und die haben genau dieselben Befürchtungen. Und ich kann nur eins sagen, am Ende waren wir uns einig in der Veranstaltung, die Interessen der großen Konzerne in Europa und der großen Konzerne auf der anderen Seite sind dann die bestimmen die Agenda. Nicht jetzt Verschwörungstheorien, sondern, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wer zum Beispiel ein großes Interesse an dem Abkommen hat, sind die deutschen Pharmakonzerne, dass die darüber kommen. Also da gibt es nicht Gute und Böse auf dem links und rechts des Atlantiks, sondern da geht es um Marktmacht und da ist auch unsere Kanzlerin ja ganz weit vorne dabei. Es kommt nicht von den Amerikanern, sondern es kommt überwiegend von Europäern, die dieses Abkommen angestoßen haben. Also so viel Fairness muss dann schon sein an dem Punkt, weil da bringt man manchmal was durcheinander. Abschließend zu CETA. Das müssen wir noch ratifizieren. Das muss doch durch das Europäische Parlament. Und ich finde es ja spannend, dass man das jetzt mal aufgreift, weil wir haben versucht, die Debatte festzumachen an dem Freihandelsabkommen mit Südamerika, mit Kolumbien, mit den mittelamerikanischen Staaten. Das hat wirklich keinen interessiert. Weil was geht es denn da? Geht es um Bananen und Milch? Das interessiert keinen. Aber jetzt, ja, Kohle gibt es natürlich auch. Und jetzt geht es zum Beispiel wirklich ans Eingemachte. Und da ist die Interessenslage natürlich eine andere. Aber ich kann nur sagen, wir als Grüne haben das schon jetzt im Plenum in der Form abgelehnt. Und weil wir sagen, das ist die Blaupause für TTIP, wenn das im Investorenschutz genau dasselbe drin, im Grunde genommen kann man von dem Abkommen mit Kanada kann man übernehmen auf TTIP und dann haben wir das 1:1 sozusagen schon vorverhandelt. Deshalb ist es so entscheidend, dass man es jetzt... Kein Wachstum vor die grüne Redezeit. Wir haben uns gerade geeinigt, dass der Sozialdemokrat auch mal das letzte Wort kriegt. Wer es wünscht, ja, bitte gern, kein Problem. Ja. Ich habe es gerade nachgeguckt mit diesem Fracking, ja, und sowas. Ich verstehe euch nicht, ja, und sowas. Der Nordkurier schreibt ja über die Position der Linken dort kein Fracking, ja. Also müssen wir nachher dann nochmal näher bringen und sowas. Wäre ein bisschen komisch, wenn wir hier in Hessen dagegen sind und in Brandenburg dafür. Jetzt nochmal zum eigentlichen Thema zurück. Die Fragestellung letztendlich noch mehr Wachstum, das bewegt mich schon auch. Ich finde, ja, dass wir große Wachstumspotenziale heben müssen im Sozialen. Da gibt es doch jede Menge Arbeit, ihr Leute. Ja? Da gibt es doch jede Menge Sachen zu tun. Ja? Das ist einfach was ganz Gefährliches für Gewerkschafter hier in Kassel. Ich wünsche mir auch, dass wir uns die Arbeit machen, zu überlegen, wie wir den individuellen Autoverkehr auf die Schiene bringen, wie wir Verkehr vermeiden. Ja? Wir müssen unser komplettes Verkehrssystem umbauen. Das ist riesen viel Arbeit. Ja? Schon auch neue Arbeitsplätze für meine Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier in der Automobilindustrie arbeiten. Also das ist alles auch eben Wachstum. Ja? Und deswegen ist Wachstum im Umbau doch das, was eigentlich notwendig ist. Selbstverständlich brauchen wir einen ökologischen Umbau. Und wir brauchen auch einen sozialen Umbau. Und zur Fragestellung, es ist genug da, klar, ja, und sowas. Ich habe auch genug zu essen, ja, und sowas. Wahrscheinlich die meisten hier im Raum. Aber wenn ich mir überlege, mein Nachbar ist arbeitslos geworden vor 15 Jahren. Der ist Automechanikermeister gewesen, ja. Der stand bis vor 3 Jahren, stand der bei mir, in den letzten 2 Jahren stand der vor mir vor der Haustüre manchmal und hat gesagt, hast du mal 10 Euro, ja. Und so, weil irgendwas ist, ja, und sowas. Die Armut in dieser Gesellschaft hat auch massiv zugenommen, ja, und sowas. Und auch da muss man, das ist ein Verteilungsproblem, ja, und dieses Verteilungsproblem muss man angehen letztendlich, ja, also wir sagen ja nicht im Gegensatz zur FDP, Opposition ist Mist, ja, und sowas, wir sagen stattdessen, Kapitalismus ist Mist, überlegt sich mal, ja. Letztendlich
letztendlich wird es darum gehen, hier auch eine Bewegung hinzukriegen. Ja? Da haben wir noch ein bisschen wenig drüber geredet. Ich glaube, angesichts der Dimension des Geschäftes, 45% des Weltmarktes, das sind Billionen, Billionen von Billionen. Ja? Und sowas. Angesichts der Dimension dieses Geschäftes brauchen wir eine ganz breite Bewegung, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, auch in den anderen europäischen Ländern, bis auf Österreich rührt sich da nach meinem Dafürhalten viel zu wenig. Und da muss man auch mal drüber reden, wie kriegt man diese Bewegung hin. Da bin ich der festen Überzeugung, wir kriegen das Ding geknackt. Ja? Wir kriegen es geknackt, lass uns überlegen, wie wir es machen. Ja? Ja, die Frage nach dem Warum des Wachstums, da haben wir eben eine Kleinigkeit gehört, weil es eben nicht egal ist, wie viel Geld und wie viele Ressourcen und Mittel wir zur Verfügung haben, sondern weil die Frage ist, was wir mit denen anfangen und was wir mit denen verteilen. Das ist, also das, dieses Wort von geopolitisch, nehmen wir es mal, also geopolitisch gar nicht mal direkt im Kriegssinne, sondern natürlich ist die Frage für Menschen, die Politik machen in der Europäischen Union, in den Nationalstaaten, in den USA, ist doch natürlich die Frage, wenn man sieht, dass es andere Kontinente, andere Gegenden gibt, die ein Wachstum zunehmen, von denen auch erwartet wird, dass die Europäische Union und auch die USA überholen, was sie da für eine Strategie haben und wie sie darauf reagieren. Weil am Ende, da Wachstum eben nicht unendlich ist und jeder rechnen kann, heißt es am Ende, wenn eine andere Weltgegend dazugewinnt, dann verlieren auch wir. Das heißt jetzt nicht gleich, dass man sagt, irgendwie, deshalb ist mir wurscht, was in den Schwellenländern passiert, was an anderer Stelle passiert. Das heißt auch nicht, dass man gleich ein Wahr schreiben muss und sagen muss und sagen kann, das kann ich über das Freihandelsabkommen EU-USA erreichen. Aber natürlich, natürlich ist es genau an dieser Stelle eine Verteilungsfrage und genau deshalb wird es an dieser Stelle auch. Ich möchte nochmal zu diesen 545 Euro, ich halte das für skandalös, dass man sozusagen so einen Betrag irgendwie in den Raum stellt. Ja, er hat aber auch gesagt, dass er, also er hat auch schon zugegeben, dass er das so genau gar nicht festmachen kann und das kann man so genau auch nicht festmachen. Was allerdings so ist, wenn irgendetwas beschlossen wird, was bedeutet, dass ein Haushalt und ein Mensch mehr Einkommen hat und seien es im Jahr 100 Euro, dann hat es selbstverständlich Auswirkungen, ob die am Ende übrig bleiben, weil ihre Rechnung teurer wird für die Energiekosten. Das ist eine andere Frage, aber Sie haben sozusagen an der Stelle, wo Ihnen etwas zukommt, ist es erstmal da, weil das vor der Rechnung ist für die Energiekosten. Und die Frage mit dem, wir haben schon alles. Also da habe ich ganz große Fragezeichen, weil wir haben eben nicht alles. Und wir heute Abend hier haben vielleicht schon eine ganze Menge, das ist nicht die Frage. Aber sozusagen zu sagen, wir haben alles und ich gehe in den Wald und ich schieße mir mein Tier selber, das ist für manche eine romantische Vorstellung, aber die Frage, ob davon die Welt satt wird, die können wir an einem anderen Tag nochmal diskutieren, das glaube ich nicht. Ja, verstanden. Da hat es nicht. Weiß auch nicht, dass wir haben alles. Keine Antwort ist ja auch eine Antwort. Also ich habe mich auf TTIP vorbereitet, nicht auf CETA. Das ist ein Fehler von mir, es tut mir leid. Aber mein Spektrum ist begrenzt. Aber das sind die wichtigen Themen. Es ist das Gleiche nur mit Kanada. Ja, Frau Domscheit, danke. Es ist immer schön. Darf ich nochmal vorbei? Ja, ganz kurz. Es ist immer schön, sich auf diese Art über jemanden lustig zu machen, der offen sagt, dass er an der Stelle sozusagen ein Defizit hat. Was CETA ist, das weiß ich. Ich hatte bis heute, muss ich gestehen, den Stand, dass es noch an keiner Stelle, also dass es zwar fertig abgestimmt ist, aber, also fertig vorbereitet ist, aber noch nichts abgestimmt ist. Und deshalb möchte ich keinen Unsinn erzählen, auch nicht über unsere eigene Position, weil ich halte das für unlauter, hier irgendwas zu sagen, egal ob ich darüber eine Ahnung habe oder nicht. Weiter auf der Redeliste. Hier, das ist Sie, dann
Der WTO. Das ist bisher auch immer so gelaufen, nur haben sich da, wenn ich richtig informiert bin, die Mehrheitsverhältnisse etwas geändert. Das heißt, Amerika versucht jetzt über bilaterale, zweiseitige Abkommen die WTO draußen vorzulassen, sprich auch alle Entwicklungsländer und so weiter und alle Schwellenländer, um so schon mal Fakten zu schaffen, damit die Starken sozusagen sich unter sich schon mal einig sind und die anderen die Armut mal vorprogrammiert haben. Ja? Wieso? Wieso? Unterstützen, also wenn man globale Regulierung machen will, wo ich meine Zweifel dran habe, ja? Weil man kann aus einem Raubtier kein Haustier machen. Ja? Einige glauben das ja. Wenn man das aber will, diese Regulierung, warum nutzt man nicht die internationalen Organisationen? Ja? Warum befürwortet man hier bilaterale Verträge? Das verstehe ich nicht.